Hallo liebe Leute, ich hoffe euch geht's gut. Heute mache ich endlich das Video, das ich eh schon angekündigt habe, über meine Mastek-Korrektur, die ich vergangene Woche hatte. Ich hatte vergangenen Donnerstag, am 7. Februar, die Korrektur von meiner Mastektomie, die ich eh schon seit über einem Jahr jetzt angestrebt habe. Jetzt war es endlich soweit und werde euch jetzt kurz ein bisschen erzählen, warum ich die Korrektur gebraucht habe und wie sie verlaufen ist. Mein Ergebnis werde ich euch in diesem Video noch nicht zeigen können, weil das ist derzeit noch alles mit Pflastern zugeklebt und man sieht noch nicht wirklich was. Aber sobald ich dann Kontrolle hatte und die Pflaster weg sind, hoffentlich, werde ich euch dann natürlich auch mein Ergebnis zeigen. Zuerst also vielleicht einmal dazu, warum ich überhaupt eine Korrektur gebraucht habe. Ich habe mir gedacht, ich werde euch das jetzt einfach anschaulich gestalten, indem ich versuche, irgendwie das aufzuzeichnen. Und ich bin ein absolut schlechter Zeichner. Aber ich versuche das jetzt einfach und hoffe, man kann sich da jetzt irgendwas rausholen. Vielleicht vorab noch ein kurzes Trigger-Warning. Also ich werde da jetzt eine weibliche Brust aufzeichnen. Wer damit nicht umgehen kann, bitte einfach nicht ansehen. Und ich werde eben auch über meine Wundheilungsstörung ein bisschen im Detail erzählen. Das heißt, wenn ihr nicht so gut mit Blut- und OP-Sachen und so könnt, dann hört euch und seht euch das jetzt vielleicht auch nicht an. Es ist zwar nur aufgezeichnet und nicht übermäßig grafisch jetzt dadurch, aber wenn ihr ein Problem damit habt und irgendwie Blutphobie oder sowas habt, vielleicht schaut es euch trotzdem nicht an. Aber ich glaube, es ist einfach besser für mich, um das anschaulich darzustellen, was bei meiner ersten Mastek schiefgelaufen ist, in der Wundheilung dann später, weil bei der Mastek selbst ist nicht schiefgelaufen, aber bei der Wundheilung eben dann, dass es nötig gemacht hat, dass ich jetzt eine Korrektur gebraucht habe. Okay, zuerst sollte ich vielleicht einmal erwähnen, dass bei mir die sogenannte Periareolartechnik gemacht wurde. Das heißt, wenn wir hier die weibliche Brust haben, hier die Brustwarze mit dem Warzenvorhof, wird bei der Periareolartechnik hier einmal eingeschnitten, dass die Brustwarze verkleinert wird und dann wird hier außen noch einmal eingeschnitten. Und das hier dazwischen kommt dann weg, also diese Haut kommt weg, gemeinsam mit dem inneren Brustdrüsengewebe, also es ist dann sozusagen, sieht aus wie ein Donut. Und dann wird das hier, also dieser Rand, an diesen Rand von der Brustwarze überall angenäht, von allen Seiten. Und somit wird das dann Ganze dann zusammengezogen, wie bei so einem Stringbag. Und man sieht schon, das Problem mit dieser Technik ist eben, dass man nur eine begrenzte Menge an Haut weggeben kann. Das heißt, diese Technik ist nur für kleinere Brustgrößen eben geeignet, also Körbchengröße A bzw. höchstens kleines B, weil einfach die Menge an Haut, die man da entfernen kann, nicht so groß ist. Also wenn man jetzt mehr hat, dann würde da viel Haut übrig bleiben und dann irgendwie runterhängen oder so. Ich war von meiner Ausgangslage her so zwischen großem A und kleinem B, also genau an der Grenze, dass man diese Technik überhaupt noch machen kann. Und mein Arzt hat mir den Deal gemacht, weil ich eben die großen Narben gerne vermeiden wollte. Ich kann die kleinen Schnitte machen. Es kann allerdings sein, dass ein bisschen überschüssige Haut bleibt, was man dann aber in einer Korrektur-OP ganz leicht mit örtlicher Betäubung eben noch einmal korrigieren kann, indem man einfach dann noch einmal da ringsum schneidet, nochmal einen Donutschnitt macht und das nochmal zusammenzieht und dann sollte das passen. Also das war eben das, was ich vor der OP schon wusste, dass es wahrscheinlich zu einer Korrektur kommen kann. Und ich habe aber dann mich bewusst dafür entschieden, diese Technik trotzdem zu machen, weil ich dachte, ich gehe lieber in einem Jahr, in 1,5 Jahren nochmal korrigieren. Ohne Narkose, nur mit örtlicher Betäubung, ist ja wirklich nicht so ein großer Eingriff und habe dafür, spare mir dafür diese großen Narben. Das ist auch genau das, was dann eben passiert ist. Also wie gesagt, es war so, dass auf der einen Seite eben ein bisschen zu viel Haut da war, was ich sowieso korrigieren wollte. Abgesehen davon hatte ich dann eine Wundheilungsstörung. Auf der anderen Seite, da wo eigentlich nicht zu viel Haut da war, aber da hatte ich dann eben ein Problem mit den Narben und wie das passiert ist, das werde ich euch jetzt auch nochmal kurz demonstrieren. Auf der anderen Seite war es eben dann so, dass meine Brustwarze verkleinert war und die ganze überschüssige Haut weg war und meine Brustwarze war halt hier überall mit diesen Nähten halt angenäht natürlich, dass das alles zusammenwächst. Und das waren selbstauflösende Nähte, die ich leider irgendwie nicht vertragen habe, beziehungsweise sie haben sich nicht von selbst aufgelöst, was sie hätten tun sollen. Dadurch hat sich das Ganze dann entzünden und die Nähte haben sich auf einer Seite gelöst und das Ganze ist aufgeplatzt. Und zwar hier auf der Seite war es dann so, dass eben dieses ganze Ding so peng aufgeplatzt ist und ich hatte dann da eigentlich eine offene Stelle, wo man sehr schön reingesehen hat, das Ganze war auch eitrig und alles, hat nicht sehr schön ausgesehen. Man konnte das Ganze aber leider auch dadurch, dass es schon im Heilungsprozess war und eh alles entzündet war, nicht mehr zunähen. Das heißt, man musste es lassen und einfach von unten dann auf natürliche Weise abheilen lassen. Und das Ganze ist mir dann hier auch nochmal passiert, ein paar Tage später ist es hier auch noch aufgeplatzt. Ja,
Es ist zwar dann alles abgeheilt, aber im Endeffekt war es eben dann so, dass meine Brustwarze so ausgesehen hat, in Form dieser aufgeplatzten Stellen. Und dadurch war sie natürlich dann auch um einiges größer wieder, also mir eigentlich dann um einiges zu groß als ursprünglich nach der OP gedacht und eben auch sehr unförmig. Das heißt, da wurde dann auf der anderen Seite bei der Korrektur da nochmal herumkorrigiert und einfach die Haut hier wieder da dran genäht. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Und ich hoffe halt, dass das jetzt richtig abheilt und nicht wieder aufplatzt. Weil das kann natürlich jetzt immer noch passieren, wenn die Nähte sich irgendwie nicht auflösen, dass das dann wieder aufplatzt und das Gleiche wieder passiert. Aber ich hoffe es mal einfach nicht. So viel mal dazu, wie es zur Korrektur gekommen ist. Jetzt werde ich euch noch kurz erzählen, wie die Korrektur gelaufen ist. Ich war ja bei Dr. Veit Moser für meine Mastek und dann auch für die Korrektur. Das ist ein Privatarzt in Wien. Ich habe für die Mastek auch meinen Anteil selber bezahlt, den die Kasse eben nicht bezahlt hat, und habe jetzt auch für die Korrektur nochmal bezahlt, allerdings nicht viel. Also das waren jetzt 300 Euro. Das hat das Kraut nicht mehr fett gemacht, mehr oder weniger. Die Korrektur war eben mit örtlicher Betäubung in der Praxis von Dr. Moser. Ich bin da eben kurz vor 14 Uhr hingekommen, habe dann kurz gewartet und bin dann gleich rein zu meinem Arzt in sein Ordinationszimmer. Dort habe ich die örtliche Betäubung bekommen. Das heißt, er hat mir halt überall diese Spritzen reingejagt, die man auch beim Zahnarzt zum Beispiel bekommt. Er wusste, dass ich eine Blut- und Nagelfobie habe, die ich mittlerweile halbwegs gut im Griff habe eigentlich, aber nur, dass da nichts schief geht, war er so umsichtig, die dünnsten Nadeln zu verwenden, die er irgendwie hatte. Er meinte so im Scherz, ja, das sind eigentlich die, die man auch für die Babys nimmt, also wirklich diese ganz, ganz dünnen Nadeln, die man fast gar nicht spürt. Und hat mir halt dann überall auf jeder Seite so mehrmals so dieses Betäubungsmittel reingejagt. Ich habe einfach nicht hingeschaut und es hat gut gepasst, weil ich habe die ersten zwei oder drei Einstiche gemerkt und dann hat das Betäubungsmittel eh schon gewirkt. Somit habe ich die restlichen Einstiche auch gar nicht mehr gespürt und auf der anderen Seite dann auch noch einmal das Gleiche. Dann durfte ich mich wieder anziehen und er hat mich ins Wartezimmer geschickt und dort musste ich noch mal so 15 Minuten circa warten, einfach damit dieses Betäubungsmittel sich ausbreiten kann und anfangen kann, seine volle Wirkung zu entfalten. Und dann wurde ich auch schon aufgerufen und bin dann wurde dann von eben einer Assistentin in den OP-Saal geführt. Also das war wirklich so ein kleiner OP-Saal, der bei seiner Praxis eben dabei war. Dort durfte ich mich erstmal oben frei machen, mich dann auf den OP-Tisch legen. Da oben war so ein riesiges Licht, wie eben beim Zahnarzt auch zum Beispiel. Und es war eiskalt in diesem OP-Saal. Ich weiß nicht, warum OP-Säle immer so kalt sind. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, ich habe dann schon voll angefangen, irgendwie zu zittern, weil ich da liegen musste und mir einfach so kalt war. Die waren dann so nett und haben mir eine Decke gebracht, was echt cool war. Dann habe ich eben dieses OP-Tuch raufbekommen. Da waren eigentlich dann nur zwei Löcher reingeschnitten, eben nur die OP-Stelle, dass die frei war. Und ich selber habe eigentlich gar nichts gesehen, weil ich eben flach gelegen bin und nur dieses OP-Tuch da vor dem Gesicht hatte. Und dann kam eben auch schon Dr. Moser und hat auch gleich angefangen. Gespürt habe ich eigentlich schmerztechnisch gar nichts. Ich habe zwar gespürt, dass der da irgendwie so ziemlich an meiner Haut rumzieht. Schneiden habe ich gar nicht gespürt. Ich habe gespürt, dass mir das Blut irgendwie runterrinnt, was irgendwie merkwürdig war, weil du einfach nichts spürst. Schmerztechnisch. Ja, er hatte einen Assistenten, der ihm geholfen hat und eine Assistentin, die eben die Beleuchtung gemacht hat, dass man alles genau sieht. Und dann hat er eben so an mir herumgezogen und herumgetan. Auf einer Seite, auf der rechten Seite, hat es dann scheinbar ziemlich stark angefangen zu bluten. Also habe ich ja selber jetzt nicht so mitbekommen. Ich habe nur so die Blicke und das Schnaufen gehört. Und dann kam er eben mit diesem Lötkolben, wo die Haut eben wieder, also das Gewebe wieder zusammengelötet wird, um die Blutung zu stillen. Das war ziemlich eigenartig, weil das die ganze Zeit so ein komisches Geräusch, so ein Bzz, Bzz, Bzz Geräusch gemacht hat. Und er meinte dann so, ja, keine Sorge, das ist nur unser Griller, mit dem machen wir jetzt eben das wieder zu. Das habe ich einmal ganz kurz gespürt, als er eben scheinbar tiefer drin da irgendwas zugemacht hat, wo die örtliche Betäubung nicht mehr gewirkt hat. Es hat sich eben heiß angefühlt und so ein bisschen gebrannt. Es hat mich irgendwie vom Gefühl her ein bisschen an Tätowieren erinnert. Auch weil es so komisch vibriert, wie eben die Tätowiermaschine auch. Aber es war nicht schlimm, es war jetzt kein schlimmer Schmerz. Also ich habe eben gesagt, ja, au, um ihm klarzumachen, dass ich jetzt das jetzt spüre, weil die Betäubung nicht bis dahin wirkt. Aber es war ein durchaus erträglicher Schmerz. Und dann war er auch sofort eigentlich fertig damit. Und dann habe ich auch wieder gar nichts gespürt. Auch das Zunähen, das war irgendwie lustig, weil du da immer siehst, wie er mit diesem Faden da so dich zunäht. Du spürst nichts, aber du siehst es halt. Aber ich war ziemlich überrascht, weil ich eben schon diese Blutphobie und alles hatte, zumindest. Also
vielleicht noch habe. Ich habe immer so das Gefühl, meistens ist eh gar nichts mehr. Aber ich habe immer das Gefühl, es könnte wieder irgendwas kommen, was es triggert. Deshalb sage ich immer noch dazu, wenn ich eben bei Ärzten bin und so, dass ich die Blutphobie eben habe oder die Nadelphobie. Einfach für den Fall, dass ich plötzlich irgendwie einen Aussetzer haben sollte und doch wieder in Panik verfalle, dass sie Bescheid wissen. Aber in der Regel ist es eben so, dass ich mittlerweile gar nicht mehr so schlimm in Panik verfalle. Ich habe auch am Tag der OP noch überhaupt keine Nervosität gehabt. Ich war am Vormittag noch mit meinem Dad spazieren in Wien, in Schönbrunn, im Park und habe mir da noch gar nichts gedacht. Erst so die letzten 10 Minuten, wo ich eben in der Praxis warten musste, bevor er mich reingeholt hat, da war ich dann nervös. Aber das war wirklich auch nicht schlimme Nervosität. Also da war ich vor manchen Tests in der Schule nervöser als vor der OP. Aber alles in allem hat die OP 45 Minuten gedauert. Mir kam es allerdings weit nicht so lang vor. Also wenn du mir gesagt hättest, dass das jetzt 20 Minuten waren, hätte ich es dir auch geglaubt. Ich war dann ganz überrascht, als ich auf die Uhr geschaut habe hinterher. Als sie dann fertig waren mit dem ganzen Zunähen und alles, habe ich einfach noch Pflaster drüber bekommen und auf der Seite einen Druckverband, weil es einfach da mehr geblutet hat. Und der Dr. Moser meinte auch, es wird da morgen wahrscheinlich alle Farben spielen, weil es ziemlich stark geblutet hat und dass ich eben da jetzt Hämatome bekommen werde. War dann im Endeffekt auch so, aber nicht so schlimm, wie es hätte sein können. Also. Und dann habe ich noch 2 Packe Med mitbekommen in die Hand und habe dann eben wieder meine Kompressionsweste angezogen, die ich nach der Mastek eben auch ein paar Wochen tragen musste, einfach dass das Ganze schön flach wird und eben nicht zu sehr anschwillt. Die trage ich auch jetzt noch, werde sie wahrscheinlich auch noch mindestens 2 bis 3 Wochen tragen, schätze ich mal. Ja, und dann konnte ich einfach nach Hause gehen, als das vorbei war. Ich bin dann einfach vom OP-Tisch wieder aufgestanden. Ich hatte überraschenderweise auch überhaupt keine Kreislaufprobleme. Habe mir eben diese Weste angezogen, mein Gewand wieder angezogen. Ich habe darauf geachtet, dass ich eben ein Hemd trage, das man knöpfen kann, damit ich nicht gleich wieder die Arme, also die kann ich auch jetzt noch nicht so weit heben, bis hierher geht's, damit ich da überall leicht reinkomme. Und dann, ja, bin ich noch schnell zum Hausarzt, meine Krankmeldung holen, damit ich eben jetzt ein paar Tage das verheilen lassen kann, bevor ich wieder arbeiten muss. Und dann bin ich mit meinem Dad nach Hause. Also mein Dad war dabei bei der ganzen Sache und hat halt im Wartezimmer gewartet. Und das war meine Mastekorrektur. Sie war wirklich nicht schlimm. Ich meine, ich hatte auch Glück, weil ich kenne Fälle, wo bei Leuten das Betäubungsmittel aufhört zu wirken und die dann wirklich Schmerzen haben bei der OP, wo es dann nachgespritzt werden muss. Das war bei mir gar nicht. Ich habe, wie gesagt, bis auf das eine Mal mit diesem Griller habe ich eigentlich gar nichts gespürt. Ja, und jetzt hoffe ich einfach, dass das alles gut abhält. Ich habe natürlich wieder die gleichen selbstauflösenden Nähte drin wie letztes Mal. Also ich hoffe, dass ich nicht wieder da jetzt irgendwie eine Reaktion drauf habe. Und hoffe einfach, dass das jetzt alles zusammenbleibt und hält und dann abschwillt und gut passt. Dann sollte das auch passen. Also wie ich das Ergebnis bis jetzt beurteilen kann, unter den Pflastern und allem, ist es auf jeden Fall besser als vor der Korrektur. Gut, Kunststück, das wäre ja auch blöd, wenn es nicht so wäre. Aber ich glaube, es ist relativ vielversprechend. Und ja, ich bin schon gespannt, wenn ich es euch dann endlich zeigen kann, wie das Ganze dann aussehen wird. Das war es jetzt mal von mir. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder schickt mir eine Nachricht. Und wir sehen uns demnächst wieder mit einem neuen Video. Bis dahin, macht's gut und tschüss.